Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. So, wir müssen noch ein bisschen umbauen. Ich bin noch gerade bei Klima mit dabei. Ah, hier haben wir das Klimagerät. Genau das wollte ich nämlich haben. Ist das richtig so? Warte mal. Hier haben wir eine etwas eine Überlastung, so wie ich das so sehe. Das müssen wir auch mal umbauen bei Gelegenheit. Ja, hier hatte ich noch Wasserstoff mit aufgebaut. Das habe ich nur deswegen gesetzt, weil wir hier vorne ja einen Filter haben, der eigentlich noch nicht so richtig arbeitet. Deswegen habe ich da schon Wasserstoff hingesetzt, damit wir da schon mal vorbereitet sind. Weil wir hier vorne wahrscheinlich noch Luft ansaugen werden. Müssen wir mal gucken. So, okay. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen den Hydrolüfter. Wir müssen die Luft hier runterkühlen. Ja. Den setze ich mal dahin. Und dann brauchen wir natürlich wieder Stromität. Stromität. So, die machen wir momentan gar nicht. Wie schaut das eigentlich aus hier mit der Luft? So, Chlor geht raus. Wasserstoff natürlich nicht, weil wir hier unten haben wir keinen Wasserstoff. Chlor geht aber raus. Wo ich noch nicht ganz so schlau draus werde, ist hier aus diesem... wenn ich das dann anklicken könnte, so jetzt. Leeres Rohr. Kein Gaseingang. Also irgendwie... Er zeigt ja an grün, dass da auf jeden Fall was ankommt. Aber da steht trotzdem leeres Rohr. Bevor sie in die Kolonie gebracht werden. Keime. Details. Müssen wir uns später nochmal... Warte mal. Desinfizierte Richtung links. Deaktiviere Autoreparatur. Hm. Irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Okay, wir brauchen dann ja sicherlich einen Eingang und Ausgang für den Kameraden hier. Das werden wir dann auch mal kurz bewerkstelligen. So. Das können wir eigentlich mal alles abbauen. Rohrleitungen. Obwohl eigentlich nicht die Rohrleitung müssen wir eigentlich nicht abbauen. Müssen wir nur erweitern. Naja, doch noch ein bisschen. Das Ding muss nämlich abbauen, zerlegen. Ah, schon wieder Feierabend, gibt's auch nicht. So, wir brauchen noch einen Kohlegenerator. Den müssen wir hier auch noch haben. Jetzt ja alles nix. Die sitzen wir direkt daneben, oder? Und dann können wir mit dem Strom hier auch weggehen. Ja, das machen wir auch einfach. Wir werden einfach einen Stromgenerator einfach hinsetzen. Scheiß drauf. So. Setzen wir einfach mal direkt daneben. Wir brauchen sowieso Strom. Wir brauchen noch ein paar Batterien noch dazu. So. Kabellage. Das war natürlich auch schlau jetzt gemacht. Obwohl wir können das... Ja, wir können das machen. Wir können das hier aufsplitten. Das machen wir auch. Und zwar so. Stromkabel zwacken wir hier mal. Ah ne. Naja, gut. Abbrechen. Oh gut, haben sie auch schon gemacht. Mann, oh Mann. So, einmal Stromkabel bis hier ab. Und dann machen wir nochmal eine neue Stromleitung hier vorne hin. So. Hier Strom, da Strom, da Strom. Und natürlich da Strom. So. Dann kann der Generator nämlich gleich das versorgen und dann wird das hier von hinten mit versorgt. Das sollte eigentlich passen. So, das haben wir da, das haben wir da. So, dann machen wir noch ein bisschen Luft. Eingang. Da kommt also die warme Luft quasi an. Und hier geht die kalte Luft dann raus. Im Idealfall klappt das. Kommt jedenfalls an, aber wir haben hier noch keine Auslässe. Wie schaut es denn hier aus? Hatten wir da nicht diese Power-Auslässe? Diese Dinger, die müssen wir noch erforschen. Können wir eigentlich bis hier hinten? Können wir noch gar nicht. Doch, können wir. Ach, die müssen wir beide erforschen. Das ist ja ein Elend. Okay. Ja gut, dann lassen wir es erstmal so. Wir müssen sowieso das, glaube ich, als nächstes erforschen. Ich weiß nicht. Machen sie einfach mal. Dass wir nämlich hier diese Power-Auslässe kriegen, dass wir hier die kühle Luft reinpumpen können. Das wäre jetzt erstmal so meine Idee. Wachstum gestoppt, Luftdruck, Körpertemperatur beleuchtet. Ach, Beleuchtung machen wir auch noch. So eine Sauerei.
Okay, dann machen wir hier noch ein bisschen Beleuchtung reinsetzen. Das war unter Mobiliar, ne? Beleuchtung. Das, was wir sonst immer außen vor gelassen haben. So, haben wir hier ein bisschen Beleuchtung. Stromität. Ich will hoffen, dass es von der Leistung her reicht. Das kann ich hier noch mit ransetzen. So. So. Dann haben wir das dann wenigstens alles ordentlich vorbereitet, wenn nachher die ganze Anlage läuft. Ah, hoffen wir es doch. Ah, hier sollten wir schon auf 50%, glaube ich, bleiben. Das heißt, wenn der Akkustand hier auf 50% runtergeht, dass sie dann schon nachlegen. Ich glaube, das wäre hier schon ein bisschen wichtiger, bevor uns die Pflanzen eingehen. Wie schaut es aus mit verbrauchbarem Erz? Da sind wir noch bei 93 Tonnen. Okay. Ja. Hier ist natürlich Strom drauf, aber hier noch nicht, weil der hier noch nicht läuft. Unzureichende Ressourcen. Da fehlt uns eben halt noch Kohle, aber ich hoffe, dass sie die gleich holen. Hier haben wir auch schon ein bisschen was. Thermosensor, Hydrosensor. Thermosensor, das wäre eigentlich auch nochmal so ein Ding. Wird aktiv oder wartet, wenn die ungegebene Temperatur den ausgewählten Bereich betritt. Die umgebende Temperatur den ausgewählten Bereich betritt. Okay, das wäre vielleicht dann hier tatsächlich interessant. Weil da könnte man nämlich sonst sagen, dann schaltet man den Strom hier immer dann weg, wenn die Temperatur eben hoch genug ist oder niedrig genug ist in dem Fall. Weil die Pflanzen brauchen ja eher eine niedrige Temperatur. Das könnte man dann ja mit einbauen. Und wenn die Temperatur dann langsam wieder nach oben geht, dann wird nachher wieder Strom aktiviert. Das könnte man ja durchaus tun. Aber dafür müsste man ja erstmal diesen Automatismus einbauen. Ne? Das müssen wir dann später irgendwann mal machen. So, es wird nochmal Zeit, dass die hier mal Kohle reinschmeißen. Da sind sie bei der Forschung bei. Essen sieht momentan gut aus. Forschung abgeschlossen. War das genau das Richtige? Nein, wir haben jetzt was. Webstuhl. Veredeltes Metall. Ach, da brauchen wir veredeltes Metall für. Naja, gut. Aber das ist noch nicht so wichtig momentan. Zwar interessant, aber nicht wichtig. Aber erstmal muss natürlich dann auch der Generator da mal in Gang gesetzt werden. So, 0% Stress sieht gut aus. 100% Immunsystem sieht auch gut aus. Hier müssen wir nur eben halt nur ein bisschen kalte Luft mal reinpusten. Wie ist das eigentlich mit Lüftung? Kann ich da auch... Nee, kann ich leider nicht. Da hätte es mich mal interessiert, ob man nicht mal so wie beim Strom, dass man so einzelne... Gaskanäle wegschalten kann. Das wäre eigentlich auch mal eine feine Sache. Obwohl dafür sind wahrscheinlich nachher dann auch diese automatischen Thermosensoren, dafür sind die noch wahrscheinlich nachher auch gut. Behaupte ich mal. So, den können wir mal auf 6 setzen. Dass die den mal so ein bisschen langsamer betanken. Ah, zack, und schon ist Licht da. Saugeil. Jetzt müssen wir das nur noch mit der Forschung hinkriegen, dass wir gleich diese schönen Luftkanäle kriegen. Obwohl, wir können das, glaube ich, auch jetzt schon machen. Das geht auch so, warte. So, 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 so. Und die können wir, glaube ich, nachher drüber setzen, die besseren. Dass wir da zumindest erstmal die kalte Luft rauskriegen. Und hier vorne sollten wir, glaube ich, auch mal... Naja, gut, hier geht zumindest ein bisschen Sauerstoff rein, aber... 31 Grad, was haben wir hier oben? Auch 31 Grad. Vielleicht sollten wir die mal abbauen, die zerlegen und dann machen wir dann Luftschleuse rein. Und dass wir dann nachher auch hier diese isolierten Ziegel hier reinsetzen, damit wir auch die kalte Temperatur dementsprechend in den Räumen auch halten können.
Oh, das sieht hier aus mit den ganzen Rohren kreuz und quer. Gut, dass wir das Overlay aushaben, weil ich glaube, dann drehst du ja durch. So. Wir brauchen einmal eine automatische Schleuse. So, den nehmen wir auch erstmal raus. Zumindest die pauschale Produktion. Kühlschrank müssen wir gleich mal irgendwie bauen. Sagt mir nicht, hier kommt ihr nicht ran. Ihr habt ja auch das Rohr hingesetzt, also kommt ihr hier hin. Erzählt mir nichts. Und hier habt ihr den Damm auch hingebaut, also kommt ihr da ran. Wenn ihr wollt. Uns reicht eine Sauerstoffproduktion. Ja, das stimmt. Da müssen wir auch mal wieder bei. Ah, guck mal, jetzt machen sie auch die Lüftung. Mal gucken. So, was kommt da an? Oh, da kommen wir richtig was durch. Ah, da geht schön die gekühlte Luft rein. Allerdings geht die auch hier vorne gleich raus. Das ist natürlich nicht so schön. Und hier kommt natürlich auch kaum was an. Warum nicht? Chlor? Okay. Kommt da an. Wird hier wahrscheinlich nicht weggefiltert oder was läuft da? Achso, jetzt passiert da was. Ach, wahrscheinlich wegen Strom. Wahrscheinlich fehlt da auch Strom. Na, das wird hier hinten dann gar nicht erst ankommen. Das ist das Problem. Hier geht es jetzt einmal durch. Achso, es geht tatsächlich hin. Okay, aber natürlich sehr wenig. Es geht einmal das Ganze durch. Respekt. Okay. Gut, wie kriegen wir hier... Wir müssen noch mal schon Sauerstoff hier reinkriegen. Hier haben wir ein bisschen Sauerstoff. Hier ist auch schön Sauerstoff drin. Was haben wir hier? Achso, Schutzanzug Schmiede haben wir jetzt hier. Schutzanzug Kontrollgestell. Webstuhl. Wo ist er denn gerade? Macht er doch erstmal hier unten alles oder wie? Hier haben wir doch die verbesserte Lüftung. Warum hat er das mir denn eben nicht angezeigt? Da. Ach, veredeltes Metall. Nein, und Plastik brauchen wir auch dafür. Oh nein, das haben sie geändert. Die Schweine. Was ist das? Schaltet Gasfluss an oder aus durch Nutzung von Automatisierung. Ah, siehst du, das ist das, was ich sagte. Das wäre doch schön, wenn man einzelne Sachen schalten könnte. Das wäre natürlich ideal. Gasventil. Für hier wäre das eigentlich ideal. Automatisierung. Weil dann könnte man nämlich sagen, okay, man macht jetzt hier einen Temperatursensor, hier einen Temperatursensor und dann verknüpft man das dementsprechend so miteinander. Wenn jetzt hier die Temperatur zu hoch wird, wird hier die Kaltluft reingepustet und wenn nicht, dann wird die halt hier reingepustet und so weiter und so fort. Das könnte man... Veredeltes Metall. Oh nein, da brauchen wir überall veredeltes Metall für. Und das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erforscht, oder? Veredeltes Metall. Oh, Alter, finde. Das, ja. Machen wir als nächstes. Das müssen wir als nächstes mit als nächstes machen. Nicht unbedingt zwangsmäßig als nächstes, aber sehen wir erstmal zu, dass wir hier mal die kühle Luft erstmal so reinkriegen. Wollen wir sonst erstmal versuchen. Ich überlege gerade, ob wir nicht hier vielleicht einfach so Luft reinpumpen. Wie schaut es eigentlich aus mit.
Landwirtschaft. Nee, Landwirtschaft nicht. Filtermaterial. Nee, organisch. 4.344 Kilo, also 4 Tonnen. Das ist nicht viel. Also müssen wir auch schon mal sehen, dass wir irgendwo, dass wir irgendwo Algen kriegen, beziehungsweise Schleim. Also hier den ganzen Krempel müssen wir eigentlich abbauen hier. Aber deswegen hatte ich hier auch schon alles leer geschöpft. Damit wir da mal rangehen können. Sollten wir auch sicherlich mal tun. Also, wollen wir das nach... Ja, müssen wir nacheinander abbauen hier. Machen wir hier mal 9. Hier machen wir 8. Machen wir 7. Machen wir 6. Damit wir ordentlich Schleim wieder rankriegen. Wir sollten oben anfangen, Mensch! Ah, jetzt haben wir es geschnallt. Wir brauchen Schleim. Wir brauchen Schleim, wir brauchen Algen. So. Und dann können wir nämlich hier, dann bauen wir nämlich dann auch gleich nochmal so eine Oxidierer mit rein. Vielleicht hier, würde ich sagen. Hier ist es ja noch einigermaßen in Ordnung. Ja, ja. Was ist das denn hier? Die Temperatur, die Lufttemperatur? 33, 29. Also eigentlich muss hier die kühle Temperatur rein. Und wir brauchen Strom natürlich, was auch sonst. Die bauen wir mal direkt da mit dran. Das sollte eigentlich aufgehen. Wir haben 600 Watt. Eigentlich nur Leuchtmittel drin und dann noch diesen Hydrolüfter. Also eigentlich sollte das gehen. Organisch Schleim, 8 Tonnen. Okay. Da müssen wir ein bisschen mehr machen. Deswegen baue ich den ganzen Krempel auch ab hier. Sehr schön. Warum liegt der eigentlich los hier? Was fehlt dem jetzt noch? Ach, warte noch auf Materiallieferung. 125 Gramm fehlen noch. Schließlich müssen wir aus dem Schleim nämlich dann auch noch Algen machen. 6 Tonnen, 8 Tonnen Schleim. Ja. So, bauen wir weiter ab. 9. 8. 7. 6. Da machen wir die auch als 6, ist ja egal. So. Ah, es funktioniert auch gut. So habe ich mir das nämlich auch vorgestellt hier bei diesem Wasserbassin, aber naja. Wenn du da noch Sand zwischen hast, dann hast du verloren. Okay. Na, Algen, aber er hier ist irgendwie aus irgendeinem Grund. Wartet auf Materiallieferung. Wartet auf Schleim. Okay,
Wartet auf Schleim, weil die haben noch Schleim abgebaut. Hier muss überall eigentlich Schleim liegen. Da liegt auch noch Schleim. Aber gut, ja. Was haben wir hier überhaupt auf Lager? Inhalt. Schleim ist auch nochmal da. 5 Tonnen Schleim. Ist genug Schleim da? Da werden sich doch 125 Gramm noch finden lassen. Okay, wir müssen erstmal, glaube ich, ein bisschen was bauen hier. So. Dann mal eine Leiter, so. So, jetzt könnt ihr eigentlich mal ein bisschen aufräumen. Kein Strom, ist klar. Schaut so aus mit Kohle. Brauchbares Erz. 87 Tonnen, okay, geht natürlich so langsam runter. Deswegen, wie gesagt, deswegen wollte ich mich auch so ein bisschen nach unten buddeln, dass wir hier vielleicht mal irgendwo auf Öl stoßen. Das wäre natürlich super geil. Hier ist auch wieder irgendwie ein Gebäude oder was. Auch wieder irgendwas. Achso. Zu viel Flüssigkeit. Gut, dann machen wir das anders. Machen wir den mal auf. Das Wasser hier längs fließen. Dann haben wir wieder ein bisschen weniger Wasser. So. Können wir den Rest nämlich wegwischen. Holt sich natürlich schön Algen jetzt erstmal, das ist gut. Algen und Schleim. Jetzt läuft das mit den Algen auch so langsam mal, oder nicht? Wartet immer noch auf Schleim, das kann nicht sein. Da hat er keinen Strom, dann würde er es aber auch sagen. Verstehe ich nicht. Warum der nicht läuft? Energie. Wartet auf Materiallieferung 125 Gramm. Also ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viel Schleim da schon drin ist. Energiekeime, Details. 200 Kilo. Schmelzpunkt. Gespeichert Energie. Ich würde sagen, das ist ein Bug, oder? Ich meine, die haben jetzt... Man hatte ja gesehen, dass die Duplikanten da immer alles irgendwie... Da, guck mal, da sind sie schon wieder am Reinpumpen. Weißt du was, wir zerlegen das Ding mal und bauen das neu. Ist. Weil die pumpen da die ganze Zeit Schleim rein und passiert nichts. Kann auch nicht sein. So, Veredelung. So, Distille. Schwupps. Mal gucken, ob das gleich fruchtet. Weil wir müssen das Schleim schließlich nochmal ummünzen hier. Ah, jetzt läuft's. Jetzt haut er Schleim rein. Sehr gut, das wird er zu Algen umgemünzt und dann ist gut. Okay. Da holen sich den ganzen Schleim weg, das ganze Gedöns. So, wollen wir uns... Also hier vielleicht erstmal auffischen. So, erstmal aufwischen. Wie sieht es hier aus? Hier wächst auch noch nichts. Ja, aber irgendwie müssen wir hier kühle Luft reinkriegen. Da sind sie auch noch nicht in Gange. Maximaler Gasdruck. Ach so. Dann machen wir die mal auf die Tür. Öffnen.
Weil so gleicht sich der Gasdruck wieder ein bisschen aus, oder sollte er zumindest. Grad haben wir drin. Unglaublich. 35. Alles nicht so toll. Alles nicht so schön. Da kommt aber auch ganz wenig Sauerstoff an. Pass mal auf, wir bauen das Ding wieder ab. Und dann werden wir hier nochmal irgendwie Luft reinpumpen. Hier auf der Ecke. Ich glaube, das werden wir nochmal machen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Algenoxylierer. Hier ist zwar schon was, aber der pumpt mir den Sauerstoff auch mehr hier oben hin. Da macht das auch keinen Sinn. Da können wir nicht, da dürfen wir nicht. Bau das mal hier hin. Ah, Strom. So, die ist sowieso überlastet. 400 Watt, da hängt kaum was drauf. Da gehen wir mal hier mit drauf. So. Machen wir das so. Machen wir das Ding ab und dann kriegen wir nämlich hier ein bisschen mehr Sauerstoff rein. Hoffe ich zumindest. Wenn dann hier Sauerstoff durchkommt, dann produzieren wir hier mehr Sauerstoff. Dann wird hier mehr Sauerstoff durchgepumpt. Das sollte eigentlich funktionieren. Hoffe ich doch. Nun ja, ich werde das hier auf jeden Fall beobachten. Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ihr seht, es wird so langsam ein bisschen kniffliger. Wir müssen dann also auf jeden Fall noch sehen, dass wir veredelte Metalle noch hergestellt kriegen. Wir müssen irgendwie dann auch nochmal an Plastik kommen. Ja. Und dann natürlich weiterhin Richtung Nahrung investieren und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es wird knifflig, aber es läuft an sich ganz gut, wenn man so guckt. So Immunsystem 100%, Stress 0, Essen okay, ja, ist grenzwertig, aber wir sind ja dabei, es zu verbessern. Insofern sind die Aussichten diesmal gar nicht so schlecht. Aber naja, wir sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir sehen uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss und es geht, guck mal, das geht, geil. Bis dann, tschüss.